Der Agrarrat in Brüssel diskutiert diese Woche über die Zukunft der Lebensmittelhilfen. Die Europäische Kommission will die Regelung ausweiten. Deutschland führt gegen diese Pläne eine Sperrminorität an, wodurch der bereits 2008 gemachte Vorschlag nicht vorankommt. Zunächst einmal möchte ich verweisen auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, auf das wir in unserem Sinne auch argumentiert hat. Wir wehren uns dagegen, dass es hier ein europäisches Programm in der Agrarpolitik finanziert wird, das nichts mehr mit der Agrarpolitik zu tun hat. Im Grundsatz ist die Bedürftigenhilfe ja gut, aber sie ist eine Aufgabe der nationalen Staaten, so wie es in Deutschland und in vielen anderen Staaten gemacht wird. Sagen auch wir wollen die Bedürftigenhilfe in den nationalen Haushalten oder den Bedürftigen helfen in den nationalen Haushalten, aber nicht über den europäischen Agrarhaushalt. Fürchten Sie nicht, dass dadurch der Nachteil für die Bedürftigen größer wird? Nein, ich denke, man muss sich mit diesen Konsequenzen auseinandersetzen, um unter dem Strich den Bedürftigen dann auch wieder zu helfen. Nur der Ansatzpunkt, und daher kommt die Bedürftigenhilfe, war ja eine agrarpolitische Maßnahme, dass man in Europa sehr viele Überschüsse hatte. Und man hat gesagt, diese Überschüsse möchten wir auch einsetzen für die Bedürftigen. Jetzt haben wir aber keine Überschüsse mehr und deswegen sagen wir, dann ist die Finanzierungskompetenz bei den einzelnen Mitgliedstaaten im Sozialhaushalt. Was wäre ein guter Ausgang der Debatte heute für Deutschland? Genau in dieser Richtung, wie ich skizziert habe. Danke. Bitte.